Umstände voranbringen müssen. Ja. Und da ist es sehr kontraproduktiv, wenn die Landesregierung von NRW beschließt, dass die Energieagentur, die über 30 Jahre Expertise aufgebaut hat und Netzwerke und auch das Thema Bürgerenergie sehr stark unterstützt, wenn die eingestellt werden soll. Die soll ersetzt werden. Sie hat 160 Mitarbeitende in Wuppertal, Düsseldorf und im Wissenschaftspark Gelsenkirchen. Und diese 160 Mitarbeitenden mit ihrer langjährigen Erfahrung sollen ersetzt werden durch eine neue Agentur, Klima- und Energieagentur, die mit, zunächst war geplant, nur 20 Mitarbeitenden starten soll. Und deren Fokus ist nicht auf der kleinteiligen Initialberatung, die es die Energieagentur macht. Die berät nämlich Kommunen, Bürger, Bürgerinnen, Unternehmen, wie sie die Energiewende selber mit voranbringen können und auch daran teilhaben können. Und die neue Agentur ist eben halt, hat den Fokus auf Industrie, also auf etwas ganz anderes. Warum wird die nicht als zusätzlicher Baustein eingerichtet? Was wir fordern, ist tatsächlich ein Moratorium, dass man diese Energieagentur NRW in ihrer bisherigen Form bestehen lässt, bis zur NRW-Landtagswahl nächstes Jahr im Mai. Und dann bitte die neue Regierung entscheiden lässt, ob das wirklich eine kluge Idee ist, diesen wirklich so wichtigen Player der Energiewende aufzulösen. Das wäre sehr wichtig. Ja, das wäre. Also, du als Rheinland-Pfalz, die Energieagentur Rheinland-Pfalz. Die arbeiten übrigens sehr gut. Die arbeiten zusammen und gerade jetzt im Thema Flutschäden wäre eben halt auch wichtig, dass Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen voneinander lernen. Kooperieren. Es gibt ja dieses Projekt aus Ahrtal wird Solartal. Richtig. Und da ist die Energieagentur Rheinland-Pfalz eben auch sehr engagiert und wir haben ja auch diese Schäden in der Eifel, in Erftstadt und insofern ist es einfach nur wichtig, diese Expertise zu nutzen und da brauchen wir jeden und jede und es ist wirklich Quatsch und ein Rückschritt und ein Fehler, die Energieagentur jetzt auflösen zu wollen.